Hallo, liebe Zuschauer, heute ist ein besonderer Tag. Heute haben wir den 8. Oktober und heute kommt mein Nachbar bzw. die Vorhut, die Wipperath, glaube ich, heißt sie. Sie kommt als erstes heute, die gehe ich heute Nachmittag vom Airport abholen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie so ein Haus aussieht, was man bekommt, was ist drin, was man muss man als Erstausstattung besorgen, nämlich da ist einiges, muss ich sagen. Ich werde also heute auch mit ihr zum Supermarkt fahren, beziehungsweise zeigen, welche Supermärkte wir haben, dass sie dementsprechend Lebensmittel und andere Dinge, Wasser, Behälter, was man zum Leben braucht, alles kaufen kann. Ich habe mich so die letzten 2 Monate ein bisschen um seinen Garten gekümmert. Also Gras schneiden, Wasser geben, und ja, Wasser geben ist ja nicht mehr erforderlich. Das macht jetzt die Natur. Aber hier jetzt das ganze Unkraut rausholen, das muss er dann wohl selber machen. Ich schätze, am Dienstag kommt dieser Film ins Netz und der Stefan, der kommt am Mittwoch nächste Woche. So, ich habe schon mal die Fenster geöffnet, damit die frische Luft reinkommt. Also bei meinem Vermieter ist es also so, man hat eine Sitzgruppe draußen mit 2 Sitzen, es gibt auch mit 4 Sitzen und einen großen Tisch. Aber der Stefan, der wollte sich eigene Möbel kaufen und daher hat der Vermieter jetzt also nicht mehr viel investiert, weil auch schon die Couch, die ihr da seht, die ist ja auch in die Jahre gekommen. Und wer sitzt denn da? Da sitzt der Jim, und passt auf, was der Papa macht. So sieht also ein Erstbezug aus. Da hinten ist ein kleiner Tisch in der Küche, wo man sich hinsetzen kann. Dann hat man hier so einen Unterschrank. Normalerweise kommt da noch ein Fernseher dazu. Aber der Stefan, der möchte einen 85 Zoll Fernseher da, also noch eine Ecke größer als meiner ist. Der soll dahin. Also meiner hat mit 75 Zoll eine Kantenlänge von 1,70 Meter. Super. So, dann hat man normalerweise einen Ventilator hat man dazu. Ja, hier hat man, ich glaube, er hat hier Kupferkabel, nein, da ist auch schon Glasfaser. Hier liegt also auch schon Glasfaser, kann also aufgerüstet werden, hier internetmäßig mit 1 Gigabyte pro Sekunde. So, dann haben wir hier also Schlafzimmer, da ist dann auch eine Garnitur dazu. Da braucht man also nichts zu kaufen. Dann hat man hier einen Kleiderschrank und eine kleine Spiegelkommode. Gehört dazu, riecht noch ganz neu. Ja, das ist schon etwas Besseres in der Qualität, als was ich habe. Und dann haben wir ja hier noch ein zweites Schlafzimmer. Da ist auch so eine Garnitur. Für jetzt hier an zu starten, zu wohnen, ist alles da. In Augenschränkchen, da kommt der Jam reinmarschiert. Und hier kommen wir ins Badezimmer. Ja, hallo und guten Morgen. Ja, aber eins habe ich schon gesehen, die Wasserarmatur. Also hier ist es, dass so nach 1,5 Jahren sind die Armaturen hinüber. Da kann man auch nichts mit Essig oder sonstiges tun. Am besten ist das Ding rausreißen und nach 1,5 Jahren für 1000, 2000 Watt eine neue Armatur kaufen, da schrubbt man sich dumm dran. Also das klappt auch nicht, habe ich ja mal probiert. Im Küchenbereich hat man natürlich auch einen Kühlschrank, der gehört dazu, und Erstausstattung ist auch Werkzeug. Da hat man also Erstausstattung, hat man, der hat auch so eine Mikrowelle hier, habe ich nicht. Und 2 Kochplatten. Ja, hol! Ja, hol Frisbee! So, jetzt seht ihr einen Frisbee suchen. Ja, und der Stefan hat wirklich die super geile Aussicht. Und das kann auch
nicht mehr zugebaut werden. Das ist die Sicht vom Balkon, vom Stefan aus. Man sieht da hinten ganz klar, ach du, die Ratscha-Fähre sieht man auch wieder, die qualmt da hinten dahin. Und Koh Tao sieht man ganz gut. Ja, und hier nebenan, da ist der Nachbar, der immer alles beleuchtet hat mit seinen LEDs. Man sieht fast gar nichts mehr von meinem Strand da. Ja. Also lassen wir uns mal überraschen heute, wenn die Vorhut kommt. Stefan ist also clever, der kommt ein bisschen später. Das ist nämlich hier schon alles fertig von der jungen Dame gemacht worden und er kann direkt einziehen, Lebensmittel sind denn da. Wir können mal einen kleinen Rundgang bei mir zu Hause machen. Ja, ist jetzt alles sehr, sehr feucht. Man merkt das auch in der Luftfeuchtigkeit. Ja, ich muss unbedingt was mit der Beleuchtung machen, habe ich ja in einem Film gesagt. Also ich brauche zu viel Strom. Ich würde jetzt also alles so langsam mal umstellen auf Solarpanel. Ja, da hinten ist der Garten von Pitti noch. Da habe ich noch gar nichts dran gemacht, wieso auch. Das kann jetzt erstmal da wachsen. Da haben wir also ja Tomaten. Ja, da waren ja mal 100 Kilo Tomaten einkalkuliert. Das Ganze hat ja damals 6.000 Baht gekostet. Ja. Da hol da den Frisbee. Hol Frisbee. Das war also nichts. Also die Tomaten nehmen wir gleich mal mit. Ach du, hier, da haben wir ja Matsch-Tomaten hier. Das sind kleine Sherry. Tomaten. Da sind auch noch welche. Ja, eine Handvoll Tomaten habe ich gerade geerntet. Also die Fernsicht ist ja heute gigantisch. Und wo liegt mein Hund? Da liegt er da oben schon wieder. Ja, da oben ist auch noch die Kamera, das steht auch noch auf dem Programm. Aber ich habe momentan keine große Lust, da hochzuklettern. Ich weiß nicht wieso. Läuft mir ja nicht weg, weil die funktioniert nicht mehr. Und ich weiß jetzt nicht, ob es strommäßig oder internetmäßig dran liegt. Oder ich muss eine neue kaufen. Keine Ahnung. Ja, hier auf meine Bank setze ich mich mal morgens. Ihr könnt jetzt hier auch sitzen. Hier trinke ich auch schon mal meinen Kaffee und genieße die Fernsicht. Wie ihr seht, die Palme, die ist hinüber. Da ist ein Schädling drin. Ist nur eine Frage der Zeit, dass der Schädling übergreift auf die anderen Palmen. Und dann beginnt hier das Palmensterben. Ja, da ganz hinten sieht man die Ratscha-Fähre mit ihrem irren Rußausstoß. Also, dass das nicht verboten wird, verstehe ich nicht. Ja, das soll es erstmal gewesen sein, Kurzbericht. Ich glaube, heute am Airport, ich will die nicht überfallen mit der Kamera. Die ist wahrscheinlich auch schon selber nervös, jetzt nach hier zu kommen. Ablauf wird so sein, also abholen, nach hier bringen, dass sie mal guckt, was jetzt alles da ist. Und dann werden wir mit dem Vitara, sie hat einen Führerschein, zu dem Shoppingcenter fahren. Und dann kann sie sich das mal angucken, was man hier alles so kaufen kann. Und dann geht man so langsam mal ins Tagesleben rüber. Und da kann ich natürlich bei helfen, gerade wo sie neben mir wohnt. So, Stefan, wenn du das vorab schon sehen solltest, komm in die Puschen und komm diesmal auch am Mittwoch. Du hast ja jetzt schon 2 Monate hier die Miete bezahlt und jetzt hast du es zu kommen. Okay, tschüss.